J'ai 10 ans dans la gare de Nantes. Katharina, Lisa und Sarah. So heißen drei der Mädchen, die auf dem Sportplatz der Salesianer im Münchner Stadtteil Haidhausen auf Einrädern über den Sportplatz düsen. Beigebracht hat ihnen das Sepp Schwaller, ein Bruder des Salesianerordens. Ursprünglich hat der 62-Jährige bei den Salesianern das Schuhmacherhandwerk gelernt. Als aber die hauseigene Werkstatt dicht machen musste, schulte er kurz entschlossen auf Erzieher um und übernahm vor 3 Jahren den Freizeitbereich im Münchner Salesianum. Sein Engagement als Einradlehrer, das macht er in seiner Freizeit. In der Zeitung haben wir ein Bild gesehen, bei der Ölkrise damals, wie ein Amerikaner so parallel Öl unter den Arm mit dem Einrad fährt. Dann haben wir gedacht, das wäre was für mich. Also und dann habe ich einfach angefangen. Und das haben Kinder gesehen und die haben sich gefragt, ob sie nicht sowas auch lernen können. Und dann habe ich zuerst mit 2, 3 angefangen. Und dann hat sich das alleine durch Mundwerbung hat sich das weiterentwickelt. Le temps des cerises. Entre le jazz et la java. Zum Einradfahren darf kommen, wer will. Geübt wird jeden Freitagnachmittag 2 Stunden lang. Für die Kinder und Jugendlichen stehen rund 40 Einräder zur Verfügung. Bezahlt hat sie der Salesianerbruder alle selbst. Das finanziere ich mit Pfandflaschen. Also alles, was ich mache, Sportplatzbetreuung am Wochenende auch. Alles, was liegen bleibt, glaube ich, zusammen, gebe es ab. Und jeden Monat bringe ich ungefähr 50, 60 Euro zusammen. Da kann ich ein Rad finanzieren wieder. Die Einräder dürfen die Kinder zum Üben sogar mit nach Hause nehmen. Und das Training auf dem Sportplatz, das ist natürlich auch kostenlos. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht Sepp Schwaller einfach richtig Spaß. Da ist dem nichts zu viel, keine Erklärung zu langwierig. Begeisterung ist das Beste. Also wenn man es selber gern macht, dann kann man da den Funken leicht weitergeben. Und solange ich einigermaßen aufrecht gehen kann, werde ich es machen. Das freut natürlich die jungen Einradkünstler, denn sie wissen ganz genau, was sie an ihrem Sepp haben. Also ich finde es gut, dass der Sepp da ist, weil er uns nicht so viel vorschreibt. Wir dürfen also selber was entscheiden, was wir fahren. Der weiß auch, wie man richtig Einrad fährt. Also zu Hause, da weiß man nicht, wie man aufsteigt und wie man das am schnellsten lernt. Und Sepp ist auch sehr, sehr nett und das finde ich sehr, sehr gut, dass der die Einrad so Diskurs gemacht hat. Auch wenn demnächst der Winter kommt, die jungen Sportler werden auf ihren Sepp nicht verzichten müssen. Dann nämlich steht die Sporthalle den jungen Einradfahrern offen.